Thema dieses Vortrages, rechte Achtsamkeit zur Wirklichkeit erwachen. Was Achtsamkeit ist, was Achtsamkeit nicht kann, was Achtsamkeit kann und wo sie eingesetzt wird. Ich bin seit einer Weile daran, den achtfachen Pfad zu erläutern, den der Buddha als erstes nach seiner Erleuchtung gelehrt hat. Heute der siebte Aspekt, rechte Achtsamkeit. Manchmal brauche ich auch Gewahrsein oder Präsenz oder Gegenwärtigsein. Das sind nicht immer Synonyme, aber der Art und Weise, wie ich sie verwende, sind es Synonyme. Hier brauche ich Achtsamkeit. Zu Beginn ein Vers von Shantideva, der gleich Sinn und Zweck der Achtsamkeit beschreibt. Wenn der Elefant, mein Geist, mit dem Seil der Achtsamkeit gezähmt wird, verschwinden alle Ängste und Sorgen und alle heilsamen Eigenschaften fallen in meine Hände. Was Achtsamkeit ist? Als erstes, denke ich, ist es wichtig, zwischen gewöhnlicher Achtsamkeit und sogenannter rechter Achtsamkeit zu unterscheiden. Wir alle sind je nach Situation achtsam im Straßenverkehr, beim Autofahren, hoffentlich, bei wichtigen Gesprächen, aber auch zum Einbrechen in Häuser oder zum Anpirschen von Wild als Jäger braucht es vermutlich Achtsamkeit. Ich habe gar keine Erfahrung, aber ich stelle mir vor, da muss man ziemlich achtsam sein. Achtsamkeit ist nützlich und oft gar unabdingbar, hat aber soweit noch nichts mit Meditation oder mit einer spirituellen Praxis zu tun. Achtsamkeit, wie sie hier verstanden wird, ist etwas bedeutend Anspruchsvolleres und Umfassenderes oder Komplexeres. Es wird deshalb auch von rechter Achtsamkeit gesprochen, Sammasati in Pali. Es ist ein waches, aufmerksames, unmittelbares Verweilen im gegenwärtigen Moment. Sati oder Smriti, die Begriffe für Achtsamkeit, tragen in sich die Bedeutung von Erinnern und können ganz einfach Erinnerungsvermögen heißen. In der Vipassana-Meditation wird Achtsamkeit im Sinne von sich an diesen jetzigen Moment erinnern und wach und aufmerksam zugegen sein gebraucht. In der Theravada-Tradition gehört Achtsamkeit zu den heilsamen Qualitäten. Nach anderen Traditionen kann sie auch neutral oder unheilsam sein. Diese Tradition ist sie als heilsam gesehen, wird sie als heilsam gesehen. Und dabei ist hier eine ganz bestimmte Art von Achtsamkeit gemeint. Sie wird als ein Geisteszustand frei von Verlangen, von Ablehnung und von Urteilen, durchdrungen von innerem Gleichgewicht und Gelassenheit verstanden. Also eben rechte Achtsamkeit, richtig verstandene Achtsamkeit, angemessene, dem Zweck dienende Achtsamkeit. Diese Achtsamkeit ist unvoreingenommen, das heißt, sie hat keine Vorlieben, und sie ist immer in Beziehung. Eine diesbezüglich interessante Aussage hier, für Meditierende interessant. Wir sind mit der Erfahrung in Beziehung, weil sie da ist, nicht weil sie verspricht, angenehm zu werden. Achtsamkeit ist da, um mit dem, was jetzt ist, in Kontakt zu sein. Nicht, weil irgendetwas verspricht, angenehmer zu werden, nur weil wir achtsam sind. Das ist interessant. Das heißt, wir sind wirklich einfach da mit dem, was wir gerade erfahren, ob es erwünscht ist oder unerwünscht. Heute ist Achtsamkeit in aller Munde. Ja, wir haben geradezu einen Achtsamkeitsboom. Und ich finde, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, falls sie sich dauerhaft in unserer Gesellschaft etablieren kann. In Schulen, in Arbeitsplatz, im Gesundheitswesen. Und wenn hier von Achtsamkeit gesprochen wird und den Wirkungen, die ihr zugesprochen werden, ist immer rechte Achtsamkeit gemeint. Auch wenn das längst nicht allen klar ist. Ich werde absichtlich mehrheitlich
rechte Achtsamkeit verwenden, anstatt nur Achtsamkeit, um uns zu erinnern, dass das, was heute unter Achtsamkeit verstanden wird, eigentlich meist rechte Achtsamkeit ist oder als rechte Achtsamkeit verstanden wird. So viel zu, was Achtsamkeit ist. Was Achtsamkeit allein nicht kann. Achtsamkeit allein genügt nicht für eine förderliche, erkenntnisreiche und befreiende Praxis. Sie braucht eine ganze Entourage, ein ganzes Gefolge, um voll und ganz als positive und transformierende Kraft wirken zu können. In ihrer Entourage befinden sich wesentliche Geisteseigenschaften wie Aufmerksamkeit, Absicht, Ergründen, Ausdauer, Bestreben und eindeutig heilsame Kräfte wie Güte, Mitgefühl, Freundlichkeit, Gelassenheit. Auch fehlen der Achtsamkeit allein wesentliche Geistesfähigkeiten wie Vertrauen, Bemühen und Energie, Sammlung und Stetigkeit sowie Erkenntnis. Genau diese fünf sogenannten spirituellen Fähigkeiten sind wichtige Bestandteile, könnte man sagen, einer gut funktionierenden Achtsamkeitspraxis. Vertrauen braucht es, sonst ist die Achtsamkeit ohne Herz und ohne Hingabe und es fehlt das Vertrauen, anzupacken, was sie erreichen möchte und die Zuversicht, dass sie es auch erreichen kann. Utechaniya sagt, du musst Vertrauen haben in deine Praxis und Vertrauen in dich. Das Vertrauen in das, was du tust, wird wachsen, wenn du Nutzen und Gewinn deiner Praxis zu sehen beginnst. Vertrauen. Bemühen und Energie werden benötigt, sonst ist Achtsamkeit ohne Antrieb und die Praxis kommt nur beschwerlich vorwärts. Bemühen ist das, was es braucht, um sich zu erinnern, achtsam zu sein, um immer wieder zur Achtsamkeit aufzuwachen. Vertrauen, Bemühen. Stetigkeit und Sammlung sind unabdingbar, weil die Achtsamkeit sonst zerstreut und instabil ist. Das ist ein interessanter Vergleich zwischen Stetigkeit und Sammlung einerseits und Achtsamkeit andererseits. Achtsamkeit wird verglichen mit der Helligkeit einer Flamme, zum Beispiel einer Kerzenflamme. Eine Flamme, die uns erlaubt, die Dinge, die vorher im Dunkeln lagen, zu erkennen. Also wenn wir vorstellen, einen dunklen Raum, wenn eine Kerze brennt, dann sehen wir, was es in diesem Raum zu sehen gibt. Stetigkeit und Sammlung werden verglichen mit der Beständigkeit dieser Flamme, wenn sie an einem windfreien Ort brennt, ohne zu flackern. Wenn wir in diesem Raum Durchzug haben, dann hilft die Flamme, wir sehen, was da ist, aber wir sehen es nicht gut, weil es flackert. Wenn Türen und Fenster geschlossen werden, der Raum ist windstill, dann brennt die Flamme sehr stetig und erlaubt uns viel genauer und präziser zu sehen, was es zu sehen gibt in diesem Raum. Darum braucht es auch Sammlung und Stetigkeit zusammen mit Achtsamkeit. Und letztlich geht alles um Weisheit und befreiende Erkenntnis. Ohne diese ist Achtsamkeit, könnte man sagen, ohne Gehirn. Sie sieht, aber sie versteht nicht. Sie braucht Erkenntnis, um zu wissen, was nützliche Mittel sind, um zu sehen und zu verstehen, was die Natur aller Dinge ist und letztlich um innere Befreiung zu ermöglichen. Also Achtsamkeit mit Vertrauen, Bemühen, Stetigkeit und Erkenntnis. Das ist Teil der Entourage, wichtigster Teil der Entourage vielleicht. Das Zusammenspiel dieser vier Fähigkeiten wird von Achtsamkeit überwacht und reguliert. Etwa so wie bei einer Kutsche, die von zwei Paaren von Pferden gezogen wird. Um rasch und sicher voranzukommen, braucht es eine geschickte Kutscherin, die schaut, dass alle vier Pferde gleichmäßig ziehen. Und genau das ist die sehr wichtige Funktion, eine sehr wichtige Funktion von Achtsamkeit. Vertrauen muss mit Weisheit und Erkenntnis gepaart sein, sonst ist es blind. Bemühen
Und Energie muss mit Sammlung und Stetigkeit gepaart sein, sonst ist die Energie ungezähmt oder ruhelos. Und Achtsamkeit sieht, wo was fehlt, was quasi stärker gefördert werden muss. Also Vertrauen, Bemühen, Achtsamkeit selbst, Stetigkeit, Weisheit sind wesentliche Akteure von Achtsamkeit und ihrer Entourage. Das war, was Achtsamkeit allein nicht kann und welche Mitarbeiterinnen sie braucht. Jetzt zu den Funktionen der rechten Achtsamkeit und ihrer Entourage. Hier ist eine bebilderte Auflistung von verschiedenen Funktionen, welche rechte Achtsamkeit zusammen mit ihrer Entourage erbringen kann. Wie man gleich sehen wird, stammen die meisten Beispiele aus dem alten Indien, wo Landwirtschaft der Hauptbereich der Gesellschaft war, mit typisch tropischer Tierwelt auch noch. Da kommen Elefanten und Affen vor. Ihr könnt, wenn ihr wollt, überprüfen, wie weit diese Funktionen Teil eurer Praxis sind. Sind sie es überhaupt? Möchtet ihr, dass sie es sind? Ich habe ein Blatt aufgelegt und da sind sie drauf. Es gibt mittlerweile schon ein paar Änderungen, die ich machen möchte, aber ich wollte sie nicht auf 65 Blättern korrigieren. Als erstes, rechte Achtsamkeit hat die Übersicht, habe ich heute Nachmittag schon mal erwähnt. Sie wird verglichen mit einer Person, die auf einem Turm steht, von welchem aus sie eine gute Übersicht über das umliegende Land hat. In ähnlicher Weise kann Achtsamkeit bewusst wahrnehmen, was in unserem Körper, was in unseren Sinneserfahrungen vor sich geht, was in unserem Geist, in unserem Herzen und um uns herum abläuft. Das ist die Übersicht. Für die Spezialistinnen, da wirkt Wissensklarheit mit Sampajanya. Rechte Achtsamkeit wirkt als Schutz. Wilde Elefanten müssen daran gehindert werden, in die Felder und in das Kulturland einzudringen, die Pflanzen aufzufressen und alles zu zertrampeln. Ich war vor vielen Jahren im Süden von Indien in einer gerade neu gegründeten tibetischen Siedlung in Bailakuppe. Und die Mönche mussten dort Landwirtschaft betreiben, was sie eigentlich nicht sollten und nicht möchten, aber das war damals nötig, dass sie überleben konnten. Und das war gerodetes Land mitten im Dschungel. Und wenn die Erntezeit näher kam, mussten sie jede Nacht mit lauten Lärminstrumenten und Glocken und Trommeln und Fackeln um ihre Felder herum sich platzieren, um die Elefanten davon abzuhalten, sich am Korn oder was immer dann da wuchs zu bedienen. Entsprechend hindert rechte Achtsamkeit die unheilsamen Kräfte, wie eben Verlangen und Hass in allen Variationen, daran, in unseren Geist einzudringen und die heilsamen Qualitäten wie Großzügigkeit, wie Mitgefühl und andere zu vernichten. Es ist also ein Schutz vor Unheilsamem. Übersicht, Schutz, rechte Achtsamkeit, wenn angebracht, übt sich in Zurückhaltung. Weiteres Bild. Sechs Tiere werden an einen festen Pfahl gebunden. Die Schlange möchte sich in den Ameisenhügel flüchten. Das wollen die in Indien offenbar, das wusste ich nicht. Der Hund würde lieber ins Dorf rennen. Der Vogel möchte wegfliegen. Das Krokodil möchte zum Fluss kriechen. Die Hyäne möchte sich auf das Leichenfeld schleichen. Und der Affe möchte zurück in den Wald rennen. Aber sie sind alle festen Pfahl angebunden. Alle sechs zerren am Seil, aber es hilft nicht. Sie zerren, bis sie schließlich erschöpft sind und aufgeben. Dabei beruhigen sie sich und dann lassen sie sich nieder. Ähnlich geht es uns mit den Inputs aus den sechs Sinnestoren, Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist. Ununterbrochen zerren sie in Richtung
angenehmer Formen und angenehmer Klänge und angenehmer Geschmäcker und bekämpfen entsprechende unangenehme Sinneseindrücke. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das möchten die Sinne, möchten Angenehmes sich holen. Egal was, solange es angenehm ist. Rechte Achtsamkeit wacht an den 6 Sinnestoren und gibt dem Zerren so lange nicht nach, bis es sich schließlich erschöpft und dem Geist erlaubt, in ruhiger, wacher Präsenz zu verweilen. Das ist auch ein Stück weit das, was wir haben mit der Ruhelosigkeit. Wir reagieren nicht, wir steigen nicht auf, wir rennen nicht weg. Hoffentlich auch bei der Gehmeditation nicht. Und dann besänftigt sich alles wieder. Zurückhaltung. Hier wirken Abkehr und Entsagung mit. Rechtes Gewahrsein fördert Hilfreiches. So wie ein Hirte seine Tiere vom wertlosen, abgegrasten Land auf eine Weide mit frischem Gras führt, hat rechte Achtsamkeit die Neigung, Herz und Geist aus nutzlosen, abträglichen inneren Bereichen in heilsame, förderliche Gefilde zu lenken. Also Hilfreiches wird gefördert. Übersicht, Schutz, Zurückhaltung, Fördern von Hilfreichem. Rechte Achtsamkeit bringt Unterscheidungsvermögen. Der Pförtner am Stadttor lässt diejenigen in die Stadt hinein, welche freundlich gesinnt sind und förderlich für die Stadt. Denjenigen mit schlechter Gesinnung, die der Stadt und ihrer Bevölkerung abträglich wären, den verweigert er den Einlass. Rechte Achtsamkeit und ihre Entourage unterscheiden, was heilsam ist und was nicht. Man müsst es immer wieder jetzt auf euren Geist, auf die Erfahrung des Moments übersetzen, sonst sind es nur schöne Bilder oder nicht mal besonders schöne. Achtsamkeit unterscheidet, was heilsam ist und was nicht. Sie fördert das Heilsame und verweigert dem Unheilsamen den Einlass in Herz und Geist. Es geschieht nicht im Sinne von Abwehr, sondern durch weises Urteilsvermögen. Nicht durch Werten und Verurteilen, aber durch Sehen, was hilfreich ist und was nicht. Sehen, wo wir uns aufhalten wollen und wo nicht. Seine Qualität von Achtsamkeit, die oft auch als Appamada oder ethische Gewissenhaftigkeit bezeichnet wird. Das Unterscheidungsvermögen von was hilfreich ist und was nicht. Rechte Achtsamkeit ermöglicht kognitive Neuausrichtung. Und das ist ein interessantes Beispiel. Wir haben schreiende Kinder in einem Restaurant. Die Gäste werden zunehmend frustriert und wütend. Gerade auch über die Mütter, die im Nebenraum sitzen, bis sie realisieren, es ist eine Gruppe von Müttern, die taub sind und ihre Kinder noch nie schreien oder sprechen oder weinen gehört haben. Es tut etwas, es ändert. Es gibt eine kognitive Neuausrichtung. Rechte Achtsamkeit ist unvoreingenommen und freundlich und dadurch wird das, was als feindlich wahrgenommen wird, mit neuen Augen gesehen. Auch negative Gedanken im Inneren, ich bin ein Versager, ich bin immer so ruhelos und aufgeregt, sie auch andere Meinungen, andere Ansichten, andere Annahmen können umgedeutet und positiv verändert werden. Und da spielen natürlich Güte, Metta, Mitgefühl, Großzügigkeit und Offenheit mit. Rechte Achtsamkeit akzentuiert die Eigenschaften der jeweiligen Erfahrungen. Das heißt, so wie Salz den jeweils spezifischen Geschmack des Essens akzentuiert, so hebt rechte Achtsamkeit die besonderen Wesensmerkmale der gegenwärtigen Erfahrung hervor. Das wir genau sehen, da spüre ich Härte oder Sanftheit, da spüre ich Hitze, da spüre ich Kälte, das ist angenehm, das ist unangenehm. Jetzt ist Wachheit da, jetzt ist Dumpfheit da. Sie sieht klarer und deutlicher, was ist. Sind die spezifischen Wesensmerkmale von momentaner Erfahrung. Und sie erkennt die universalen Merkmale aller Dinge und Erfahrungen. Wie stetiger Wandel, ihre Unzulänglichkeit
und ihre nicht selbst existente Natur, worüber wir noch viel mehr sagen werden. Sie akzentuiert Übersicht, Schutz vor Unheilsamem, Zurückhaltung, Fördern von Heilsamem, Unterscheidungsvermögen, kognitive Neuausrichtung, Akzentuierung und noch drei mehr. Ziemlich wichtige Qualität in der Praxis. Rechte Achtsamkeit. Sie fördert wohlwollendes Ergründen. Ein Chirurg untersucht mit Hilfe einer Sonde sorgfältig eine tiefe Wunde, um herauszufinden, was der Grund der Verletzung ist und wie sie geheilt werden kann. Rechte Achtsamkeit erforscht die gegenwärtige Erfahrung, kann in die Tiefe vordringen und macht so Verborgenes sichtbar oder wahrnehmbar. Und sie findet heraus, was zur Heilung getan werden muss und was aufgegeben werden sollte. Auch wieder relevant in unserer Praxis. Hier ist es wohlwollendes Ergründen. Dann bewirkt sie Ausrichtung und Unabgelenktheit. Und da sind natürlich definitiv Stetigkeit und Sammlung mit im Spiel dabei. Ein etwas extremes Bild, das wahrscheinlich alle kennen. Rechte Achtsamkeit ist die Qualität, die jemand aufbringen muss, wenn er einen bis zum Rand mit Öl gefüllten Krug auf dem Kopf tragend durch die Menschenmenge eines Marktes schreiten muss, ohne einen einzigen Tropfen Öl zu verschütten. Müssen wir zum Glück nicht. Ausrichtung, Unabgelenktheit. Und das letzte Bild habe ich bereits erwähnt heute Morgen. Achtsamkeit, rechte Achtsamkeit, dringt in die Tiefe der Erfahrung ein. Nicht wie ein Kork, der auf der Wasseroberfläche davonschwimmt, sondern wie ein Stein, der in die Tiefe sinkt. So bleibt rechte Achtsamkeit nicht an der Oberfläche der Erfahrung, sondern sinkt in deren Tiefe, wenn sie stetig ist, wenn sie kontinuierlich ist, wenn sie mit Interesse zusammen präsent ist. Das sind Beispiele oder Illustrationen zu den Funktionen der rechten Achtsamkeit und ihrer Entourage. Und wichtig hier ist, Achtsamkeit kann all diese Funktionen nur dann erfüllen, wenn sie auf der Grundlage einer ethischen Haltung praktiziert wird, wie es Yuka gestern erläutert hat. Gewaltlos, mit Respekt vor dem Eigentum anderer, Sensibilität und nicht verletzenden Beziehungen und in intimen Beziehungen, mit Ehrlichkeit und Sorgsamkeit im Umgang mit Alkohol, mit Drogen und auch mit Geld und mit Macht. Dann kämen wir zu den Bereichen der rechten Achtsamkeit, wo sie angewendet wird. Das ist für viele bekanntes Terrain. Es gibt zahllose, zum Teil stark variierende Beschreibungen von Achtsamkeit und ihren Einsatzbereichen. Der Buddha nannte vier Bereiche unserer Erfahrung, denen wir mit rechter Achtsamkeit begegnen sollen, sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit, Satipatthana. Es sind der Körper, die Gefühlstönungen oder Vedana, Geist und Herz oder Chitta, sowie die Objekte von Geist und Herz. Diese vier Grundlagen decken die komplette Spannweite all unserer möglichen Erfahrungen ab. Das heißt, es gibt nichts in unserem Dasein, das nicht unserer Achtsamkeit würdig wäre. Alles, was möglich ist in Erfahrung, ist in den vier Grundlagen drin. Und es sind noch ein paar Dinge, wo wir unachtsam sein sollten. Genaue Anweisungen für die Betrachtung dieser vier Bereiche finden sich vor allem im Satipatthana Sutta, der Lehrrede von den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist ein Text, der eine wesentliche Grundlage ist für die Praxis der Erkenntnismeditation. In dieser Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit heißt es in sehr gekürzter Form: So habe ich es gehört. Einst weilte der Erhabene im Lande der Kurus.
bei einer Ortschaft mit Namen Kammasadamma. Dort nun sprach der Erhabene also: Dieser eine Weg führt zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Leiden und Schmerz, zur Gewinnung des rechten Weges, zur Verwirklichung des Nibbana, der Befreiung, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Welche vier? Jetzt folgen die Erläuterungen zu den vier Grundlagen. Da weilt man beim Körper, in Betrachtung des Körpers, eifrig, mit klarem Verständnis und achtsam, ohne Verlangen und Ablehnung für diese Welt. Das heißt, die Achtsamkeit widmet sich den Körperempfindungen, wie wir das heute gemacht haben und hoffentlich immer noch tun, sowohl wie den Erfahrungen des Sehens, des Hörens, des Geruchs, des Geschmacks. Das alles gehört zur Achtsamkeit des Körpers. Wir sind achtsam im Körper niedergelassen, in den Sinneserfahrungen, Hören, Sehen und so weiter niedergelassen. Körpererfahrung ist ein wesentlicher Bereich und ein Anker für die Achtsamkeit. Es ist ein guter Anker. Und für viele Menschen, besonders im Westen, überhaupt nicht selbstverständlich, im Körper zu Hause zu sein, ist für manche gar nicht einfach. Oft leben wir wie der Charakter in James Joyces Dubliners. Was heißt, Mr. Duffy lebte nicht sehr weit von seinem Körper entfernt. Wir sind in Gedanken, in Ideen, in Tagträumen, in Planen und Erinnern verloren. Oft recht weit weg von unserem Körper. Also Körperachtsamkeit. Die Lehrrede geht weiter mit der zweiten Grundlage. Da weilt man bei den Gefühlstönungen, Vedana, in Betrachtung der Gefühlstönungen und abgekürzt, eifrig, wissensklar, achtsam und gelassen. Es betrifft die Achtsamkeit der Gefühlstönungen aller Erfahrungen, nämlich angenehm, unangenehm bis schmerzhaft und neutral. Es ist auf diese Gefühlstönung, dass wir ständig mit Verlangen, mit Abwehr oder mit Gleichgültigkeit reagieren. Und das ist ein entscheidender, essentieller Bereich unserer Praxis. Der Text geht weiter mit der dritten Grundlage. Da weilt man beim Geist und Herz, Citta, in Betrachtung von Geist und Herz und abgekürzt, eifrig, wissensklar, achtsam und gelassen. Dies betrifft die Achtsamkeit von Geisteszuständen. Und ich gebe euch eine kurze Liste, einfach weil es manchmal hilft, sich klar zu machen, was alles dazugehört an Gefühlen oder Geisteszuständen oder Emotionen. Es ist Schläfrigkeit und auch Wachheit, also dass wir nicht nur merken, wenn wir schläfrig sind, sondern auch wenn wir wirklich wach sind. Sammlung, Zerstreutheit, Freude, Angst, Interesse, Langeweile, Ärger, Gelassenheit, Verlangen, Anhaften, Sehnsucht, Wertschätzung, Mitfreude, Neid und Eifersucht, liebevolle Güte, Hass, Verwirrung, Klarheit, Dünkel, Minderwertigkeitsgefühle, Einfachheit und Würde und jede Menge Ich-Gefühle und so weiter, viele mehr. Alle sind unserer Achtsamkeit wert. Nicht um sie zu verändern, sondern um zu sehen, zu erfahren, was da ist und wie sich das verhält, was damit geschieht. Und im Weiteren betrifft es auch die Achtsamkeit der inneren Haltung, die ich auch das heute Morgen schon einmal erwähnt habe und die euch Achtsamkeit, die ich euch ans Herz legen möchte, ganz besonders. Unsere innere Haltung, mit was immer gerade läuft, kann wertend sein, kann verurteilend sein, kann aversiv sein, kann kritisch sein, kann nörgelnd sein, kann klagend sein, kann anhaftend sein oder kann genussoptimierend sein oder sehnsüchtig oder gelangweilt oder desinteressiert. Also das ist nicht uns, wir haben das nicht, aber es gibt es. Oder es kann wohlwollend sein. Kann willkommen heißend sein, kann offen sein, kann mitfühlend sein, kann gelassen sein, kann interessiert oder wertschätzend sein.
und so weiter. Das ist Achtsamkeit in Herz und Geist, die dritte Grundlage. Die vierte Grundlage der Achtsamkeit, da weilt man bei den Objekten des Geistes und Herzens in Betrachtung der Objekte des Geistes und Herzens und abgekürzt eifrig, wissensklar, achtsam und gelassen. Es betrifft die Achtsamkeit von positiven Qualitäten, wie die Qualitäten des Erwachens, Bemühen, Ergründen, Interesse und Freude, Sammlung und Stetigkeit wieder, Ruhe, Gelassenheit. Und es betrifft auch die Achtsamkeit der sogenannten Hemmnisse, wovon ich am Nachmittag 3 besprochen habe. Verlangen und Ablehnung habe ich nicht besprochen, aber Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit und Zweifel. Es betrifft auch weitere Aspekte unserer Erfahrungen. Ich erwähne die einfach, dass es komplett ist. Wie die 5 Daseinsgruppen, die 6 inneren und äußeren Sinnesgrundlagen und die sogenannten 4 edlen Wahrheiten. So viel zu der Lehrrede über die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Wo Achtsamkeit gebraucht wird. Viel einfacher gesagt, überall. Das ist die Kurzversion von dem überall, immer, zu jeder Zeit. Das ist immer das Richtige. Achtsam, gewahr, aufmerksam, präsent. Ich denke, es lohnt sich für ernsthaft Praktizierende, diese 4 Bereiche der Achtsamkeit auswendig zu kennen, dass ihr ein Gefühl habt, für wo, wann, was angemessen ist. Jetzt zum Punkt, wo Achtsamkeit am wirkungsvollsten eingesetzt werden kann. Es ist der Punkt zwischen Stimulus und Reaktion. Wenn wir angenehme visuelle Stimuli oder Reize erfahren, also etwas Angenehmes sehen, schöner Anblick, reagieren wir meist mit Verlangen und Anhaften. Dasselbe geschieht bei angenehmen Erfahrungen des Hörens, vielleicht mit faszinierender Musik, mit lobenden Worten, finden wir auch sehr angenehm, oder des Geruchs, verführerische Gerüche, des Geschmacks von feinem Essen, Körperempfindungen, entzückende Berührungen und der angenehmen Gedanken und Gefühle. Umgekehrt, auf unangenehme Stimuli oder Reize, ekliger Anblick, Beschimpfung oder Lärm, Gestank, schlechtes Essen, schreckliche Gedanken, reagieren wir meist mit Ablehnung, mit Widerstand, mit Ärger, Wut oder Hass. Und auf neutrale Reize, weder angenehm noch unangenehm, weder schön noch hässlich, weder attraktiv noch abstoßend, reagieren wir sehr oft mit Desinteresse. Es sind genau diese Reaktionsweisen, die uns immer wieder Unbehagen, Frustration und inneres Leid bescheren. Es ist an diesem Punkt, wo wir weise Achtsamkeit, rechte Achtsamkeit brauchen, weil sie einen riesigen Unterschied in unserem Leben bewirken kann. Viktor Frankl weist auf die enorme Bedeutung dieses Punktes hin und auf die Möglichkeit, die sich uns dort bieten. Er schrieb, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Jetzt zum Ablauf dieser Prozesse. Zuerst der standardmäßige Ablauf. Das, womit wir in Kontakt kommen, die Stimuli, Reiz, das fühlen wir. Und was wir fühlen, nehmen wir gemäß unserer Konditionierungen wahr. Wir ordnen die Erfahrungen ein, gerade sofort, das geschieht praktisch gleichzeitig mit der Erfahrung, mittels fixer Annahmen und Vorstellungen und vorfabrizierten Wertungen. Die sind alle schon bereit, die kommen mit der Erfahrung. Ein Asylant kann als unterstützungswürdiger Mensch oder als störender Eindringling wahrgenommen werden. Kommt gleich mit der Konditionierung hoch. Ein Steak kann als Versprechen auf Genuss oder als Ausdruck unsensibler Lebensweise gesehen werden. Kann auch als beides gesehen werden. Daraus entsteht Papancha. Papancha ist eine
schnell anschwellende, endlose Kette von wild wachsenden Gedanken und Assoziationen. Kurz, Papancha. Proliferation. Vielleicht jetzt nicht gerade mit dem Nebel, aber vielleicht stehen wir da draußen. Wir sehen Berge, tolle Berge. Wir sollten wieder mal wandern gehen. Es ist eigentlich Zeit für Ferien. Wanderferien in La Palma. Da hatten wir doch letztes Mal, als wir in La Palma waren, hatten wir dieses tolle Appartamento. Weg sind wir aus Papancha. Und es macht schnell weit. Gerade auch an Retreat. In diesen Gedankengängen lassen wir uns nieder. Und durch das, worin wir uns niederlassen, immer wieder, formt sich unser Geist und längerfristig formt sich selbst die Struktur unseres Gehirns. Und daraus entstehen unsere Welt, meine Welt. Das heißt, unsere ganz spezifische persönliche Art, diese Welt zu erleben, die bei jedem von uns völlig anders ist. Wir haben hier etwa 80 völlig verschiedene Welten. Nun, derselbe Ablauf mit einem Hintergrund von zum Beispiel Depression oder Schmerz oder Entbehrung oder Missbrauch. Auf Kontakt mit den Sinnes- oder Denk- und Gefühlserfahrungen entstehen gedrückte Stimmung und unangenehme Gedankenabläufe. Durch hierdurch unweise Aufmerksamkeit entstehen verzerrte, unrealistische Wahrnehmungen und Assoziationen. Was immer es sein mag, ganze Skala an Möglichkeiten, vielleicht immer trifft es mich, dieser oder jener ist schuld, keiner liebt mich, diese Leute sind dermaßen mühsam, endlose Variationen. Und daraus entstehen wiederum Proliferation oder Papancha und Wiederkäuen und die Gedanken und Gefühle drehen sich endlos in denselben alten Kreisläufen. Es entsteht innere Verengung, vermehrte Identifikation mit mich und mein Unheil und das in zunehmend geschlossenen Feedbackschlaufen. Und entsprechend erfahren wir auch unsere Welt als bedrohlich vielleicht oder als trostlos oder als unfair oder ähnliches. Das wiederum meine persönliche Welt. Und jetzt der Ablauf, derselbe Ablauf mit einem Hintergrund von rechter Achtsamkeit und seiner Entourage. Auf Kontakt- und Gefühlstönung entstehen dank weiser Achtsamkeit oder rechter Achtsamkeit und interessiertem Ergründen keine Papanchas, so keine schnell anschwellenden, endlosen Ketten von wild wachsenden Gedankengängen und Assoziationen. Weil wir nun achtsam und präsent sind, kann der reaktive Prozess in heilsame Bahnen von Güte, von Mitgefühl und Erkenntnis gelenkt werden. Es entstehen auch viel weniger oder viel schwächere oder keine Identifikationen mit ich und mir. Und entsprechend erfahren wir unsere Welt als interessant und sinnvoll, als lebenswert, in sozialer Verbundenheit. Was hier nur kurz angedeutet wird, kann, wenn konsequent in unserem Leben angewendet, positive Auswirkungen oder Wirkungen in enormem Ausmaß auf uns selbst, auf unser Leben und auf unsere Mitwelt haben. Das ist auch außerordentlich interessant zum Beobachten in der Praxis. Es läuft immer ab in diesen Variationen. Den ganzen Tag zu sehen und zu beginnen zu verstehen, was da passiert und zu schauen, welche Einflüsse weise Achtsamkeit haben könnte und wie sich das verändern könnte, immer wieder an diesem Punkt. Und zum Abschluss nochmals die Worte des bekannten österreichischen Neurologen und Psychiaters und KZ-Überlebenden Viktor Frankl. Die Aussage zeigt genau auf den in der Praxis relevantesten wahrscheinlich Punkt. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit.
genau diesen Punkt, den wir in der Praxis kennenlernen wollen und lernen wollen, ihn zu nutzen. Statt für alte Gewohnheiten, für inneres Wachstum und Freiheit zu nutzen. Wir brauchen nicht alles heute und morgen zu sehen, können wir auch gar nicht. Aber ich denke, es ist wirklich interessant und spannend, hinzuschauen, wofür brauchen wir unsere Achtsamkeit? Wofür brauchen wir diese Meditation? Wofür brauchen wir diese Zeit hier, die so kostbar ist? Was möchten wir damit tun? Interessante Fragestellung immer mal wieder im Laufe der Tage.